Willkommen zurück zu Let's Play Oxygen Not Included. Unsere kleinen Duplikants gehen gerade ins Bett. Das ist jetzt unpassend, unpraktisch. Also die gehen jetzt gerade ins Bett, wo wir jetzt gerade anfangen wollen. Das geht doch nicht. Doch, es geht schon. Das können sie schon machen, das ist, ist halt so. So, wir sind jetzt hier zusammengekommen, um zu feiern. Nein, wir sind jetzt hier, damit wir weitermachen können. Wir haben hier ziemlich viele Baustellen, die alle noch nicht fertig sind. Ich muss mal gucken, wie das mit den Jobs ist. Ich glaube, der nächste wird ein reiner Bilder. Den ich hier baue. Wir haben jetzt hier für Combat haben wir eigentlich alle drin. Zum Kochen, Meep und Devon. Okay, für die Kunst brauchen wir eigentlich keinen erstmal. Komposten. Ah, ich muss endlich mal einen Komposthaufen bauen. Das wäre vielleicht mal hilfreich, ne? Ich muss sowieso mal alles durchgucken und überlegen, was will ich jetzt bauen und was soll wohin. Nur dafür will ich eigentlich, dass sie erstmal alles fertig bauen. Wäre gut, ne? Kompost sieht hier gut aus. Research haben wir 2, das ist vollkommen ausreichend. Liquid Cooled Fan brauchen wir erstmal nicht. Operate the Hydro Fan brauchen wir erstmal nicht. Power haben wir 1, 2, 3, 4, das ist genug. Repair haben wir eigentlich auch genug Leute, die hier reparieren können. Moppen haben wir auch genug. Harvest sieht gut aus, brauchen wir momentan eigentlich auch noch nicht. Sweep auch schön, kann eigentlich jeder. Das kann eigentlich jeder sweepen, außer der Ape. Der Ape kann nichts, ja, der Ape darf jetzt auch mal sweepen. Bild sieht gut aus. Wieso habe ich jetzt eine Fliege, eine scheiß Fliege hier bei mir? Oh Mann, das darf nicht wahr sein. Da habe ich hier eine Fliege im Dings. Mann, okay, Bilden ist in Ordnung. Deliver haben wir genug und Dick haben wir auch genug. Okay, die Niesbett kümmert sich darum, dass das hier fertig wird. Sehr gut. Klar, hier sammelt sich blöderweise das ganze Zeug, das da nicht hin soll. Oh, was ist hier denn los? Das ist aber auch nicht gut hier, dass das hier so ist. Das ist gar nicht gut. Was haben wir hier? Carbon Dioxide. Das ist gar nicht gut, um das nochmal so zu sagen. Ich muss hier dringend die Gaspermeable-Teils hinbauen. Sobald das hier fertig ist, lasse ich sie darauf los. Wir haben jetzt hier momentan Priorize 6. Dann kriegen wir als nächstes kriegen die Dinger hier unten die 6. Go. Dass die, sobald das hier fertig ist, darf sie sich drum kümmern. Die gute Niesbett. Weil wer anders kümmert sich ja nicht drum. Okay, wir haben hier immer noch einen relativ overloadeden Circuit. Das ist leider so. Vor allen Dingen, die produzieren hier eigentlich viel zu wenig für das, was da oben ankommen muss. Wie viel Kohle haben wir momentan? Consumable Ore. Ah, eine ganze Menge. Das ist schon mal gut. Das sieht gut aus. Und ich muss hier endlich diese scheiß Gaspermeable Teils da wegbauen. Mann, hier ist zu viel Oxygen. Geht so nicht. Gut. Aber erstmal geht's hier ran, dass das gebaut wird. Unser Copper-Ohr geht wahrscheinlich mal wieder zur Neige. Ich sehe es schon kommen. Okay. Okay, okay, okay. Einmal sammeln, dass hier was ankommt. Ah, picked up Maschbar. Jetzt ist erstmal Essenszeit. Ah, so ist das bei euch. So ist das bei euch. So hüpft der Hase. Gut. Ape geht duschen. Sei dir vergönnt. Du hast großartige Arbeit geleistet. Ich bin stolz auf dich. Das wollte ich dir immer schon mal sagen. Circuit Overload. Ich weiß das. Ich weiß das. So. Ren sammelt ein bisschen. Der Paul hat ein bisschen was zu tun. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Arbeitsaufträge ich aktuell hier so offen habe. Das würde mich interessieren. Der Devon. Beim Devon, da muss ich mir überlegen, warum kocht der die ganze Zeit? Wir haben eigentlich genug hier. Devon, was hast du sonst zu tun? Sweepen, Bild. Devon ist eigentlich mein zweiter Bilder. Ich glaube, bei ihm nehme ich das Cook mal raus. Weil wir haben momentan genug. Beziehungsweise ich sollte das Bauen auf 7 hoch machen. Na, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. Ob ich nicht eventuell beim Devon hier mal das Kochen rausnehme. Ja, wir nehmen das Kochen mal beim Devon raus. Ich glaube, das ist gut. So. Das wird fertig gebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Devon dann jetzt macht, wenn er nicht mehr kocht. Devon, wo bist du? Meep ist da, Devon steht unter der Dusche. Okay, Devon, das sieht gut aus. Stamina 64, Blätter 300. Ja, Stress 11% ist in Ordnung.
Okay, also das sieht alles gut aus. Devin, komm. Wow, der ist ja fix. Der Devin ist ein ganz schneller. Der Devin ist, glaube ich, auch Runner, oder? Der Devin. Stats. Oh ja, Athletics 14. Du bist echt ein Fixer, von der fixen Sorte. Okay, jetzt können wir hier nochmal diggen. Den Teil hier. Und den Teil hier. Sehr gut. Der Ape ist hier oben noch zugange. Das ist in Ordnung. Gut. Am liebsten würde ich mich jetzt mal von unten nach oben immer so ein bisschen durcharbeiten. Priorize. Wir machen mal das hier auf Prio. Das auf Prio. Moment. Sollte ich aber auf die richtige Prio auf 6 setzen. So. Wir arbeiten uns mal von unten nach oben. Das sieht gut aus. High Wattage war ja. Jetzt muss ich nur mal hier Priorize. Für das Ding gibt es erstmal eine 7. Damit das gemacht wird. So, der Ape kommt. Sehr gut. Okay, Priorize. Auch hier gibt es dann nochmal eine 6 fürs Bauen. 6. Wieso ist das nicht auf 7? Oh, Mann. 6. Oh. Okay. Go. Muss meine Prioritäten, glaube ich, hier nochmal überdenken. Allesamt. Wow, er ist gleich durch mit Dicken. Sehr geil. Dann kann er sich ans Sweepen machen. Erstmal kümmern die sich hier unten gerade drum, dass das alles gebaut wird. Ich arbeite mich jetzt wirklich von unten nach oben und baue einfach alles durch. Ich habe jetzt Devin und Nisbet, die hier arbeiten können. Die sollen hier mal zusehen, dass sie vorankommen. High Wattage Fire. Sehr gut. Building Lex Resources 4. Ein Mugroot ist da angekommen. So, New Duplicant. Hello. Okay, jetzt muss ich überlegen, für was setze ich den neuen Duplicant ein? Jobs. Combat ist für Kochen. Kochen wäre ganz interessant. Art brauchen wir nicht unbedingt. Compost ist noch nicht so weit. Research. Brauchen wir nicht so viel. Liquid Cool Fit Power. Power haben wir 4. Repair sieht gut aus. Moppen sieht gut aus. Harvest sieht gut aus. Sweepen können sie alle. Building sieht gut aus. Building haben wir auch genug. Deliver ist gut. Digging ist gut. Hm. Was machen wir denn dann? Gucken wir erstmal, was wir kriegen. Ein Artist. Vielleicht doch ein Artist. Ein Chef ist natürlich schön. Der kann nur in Sachen da überhaupt nichts machen. Technician. Ich weiß gar nicht, ob wir schon einen Technician haben. Ich glaube, wir nehmen den Technician. Print. So. Und der darf jetzt auch mitbauen. Jobs. Technician, ist der beim Bilden gut? Nein, natürlich nicht. Egal. Der darf einfach alles machen erstmal und go. Heißt, wenn ich irgendwo mal Bedarf habe, darf ich mithelfen. Okay, sie macht erstmal Scientist. Ist in Ordnung. Ist vollkommen. Lisbeth ist mal kurz eingepennt. Arme kleine Lisbeth. Gut. Wir haben auch erstmal genug hier. Von allem, glaube ich. Seed sieht gut aus. Ist das hier Clothes? Haben wir noch nicht. Das ist richtig. Eieieiei. Aber jetzt sind wir so langsam, glaube ich, echt auf dem grünen Zweig. Wir haben an Sauerstoff erstmal genug. Gott sei Dank. Aber da habe ich lange schwarz gesehen. Wirklich. Aber das geht voran. Vor allem die Verteilung hier sieht gut aus. Aber jetzt arbeiten wir es erstmal von oben nach unten durch. Dass hier das Ganze wir ein bisschen Verteilung kriegen mit dem Ganzen. Das wäre wichtig. So. Und da muss ich hier die Prioritäten nochmal ansehen. Priorize. Das wird gebaut. Okay. Dass wir die richtigen Prioritäten auf den richtigen Dingern drin haben. Vor allem für Energie und so weiter. Das wäre wichtig. Jawohl, High Wattage Fire wird da reingebaut. Oh, ist das schön. Okay. Da wird das letzte gaspermeable Teil reingebaut. Und wir haben wieder keine Algen mehr. Ja, gut, das mit den Algen, das machen wir später. Aber ich werde nachher einfach mal durchgehen, was fehlt uns wo und wie und wann und wo. Solche Storage Compactors fehlen mir, glaube ich, eine ganze Menge. Da muss ich dann mal mich drum kümmern. So, jetzt ist auf der Ebene alles fertig. Jetzt muss ich weiter priorisieren. Erstmal
auf 7 wird das Ding wieder eingestellt. Das Ding und das Ding, die waren vorher auf 7. Der hier braucht er irgendwas, was da was gebracht wird? Ich glaube nicht. Ich glaube, der kann so arbeiten. Okay, die Ebene ist durch. Nächste Ebene. Priorize 6. Bitte einmal das hier. Das hier. Go. Habe ich hier. Da ist nur ein Electrical Wire. Jetzt muss ich einmal gucken, dass ich überall die High Wattage Wires reinbaue. Einmal da und da. Sehr gut. Die. Nee, Priorize. Priorize auf 6. Das. Das und das. Was haben wir da für eine. Da brauchen wir kein Wire. Okay. Okay, die Energie ist voll. Sehr gut. Da werden High Wattage Wires reingebaut. Gucken wir mal hier. Okay, jetzt kann ich auch gleich. Oh, jetzt erstmal Nacht. Erstmal ist Nacht. Der Cycle ist rum. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. No me gusta. Por favor. So. Oxygen. Sieht gut aus. Jetzt haben wir hier etwas wenig Oxygen. Hier ist aber eigentlich gut dabei. Wasser haben wir hier noch genug. Klar, hier sammelt sich das Carbon Dioxide. Das ist ganz normal. Aber hier ist jetzt erstmal wieder schön Luft. Die verteilt sich hier wunderbar. Da haben wir noch ein bisschen Carbon Dioxide. Das muss ich dann irgendwie mal verteilen. Sobald wir hier nach links und rechts gehen, hier sieht man auch schon, da ist wieder zu viel. Zu viel Carbon Dioxide. Vielleicht sollte ich hier unten auch nochmal zusehen, einen Luftproduzenten hinzustellen. Wäre vielleicht ganz gut. Okay, was ist hier los? Storage not assigned. Oh, sie sind fertig. All. Die sind ja fertig gebaut worden. Geil. Sehr geil. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass die hier fertig gebaut wurden. Muhaha. Sehr schön. Das freut mich riesig. Aber wer war hier? Light Wounds. Lara. Oh, das ist schlecht. Lara, kannst du mal kurz hier auf die Medical Cot. Und ich muss sowieso mal gucken hier. Marlina. Marlina, komm mal her. Und Lara, komm du mal hier hin. Go. Ah, schön. High Wattage Wires werden gebaut. Und sie sammelt wieder Zeug ein. Copper Ore in diesem Fall. Delivered es und dann wird gebaut. Sammeln, reinpacken, bauen, glücklich sein. Ah, ist das schön. Guckt euch das an. Wie schnell das geht hier. Okay, dann als nächstes Priorizen. Das Ding muss noch gebaut werden. Komm, hau das Copper da rein. Ach, jetzt machen sie einfach da weiter. Ich glaube, ich lasse sie jetzt einfach mal machen. Die machen das schon irgendwie. Die bauen es einfach so, wie es so frei nach Schnauze bauen die. Ich glaube, dass wir jetzt bauen sie da, das wird schon gut. Die bauen jetzt einfach so, wie sie es brauchen. Glaube ich, das ist. Ich glaube, das ist gut. Da brauche ich gar nicht so viel mit Prioritäten rumspielen. Ich muss jetzt nur mal überprüfen hier. Priorize. So. Das ist richtig. Das hat 7, das hat 7. Das ist alles korrekt. 7, 7. Hier steht es auf 6. Das ist auch richtig. Das steht auf 6. Wir brauchen momentan nicht so viel Essen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das Ding kann ich nochmal auf 7 setzen, dass das auch gefüllt wird. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ah, jetzt wird da oben weitergebaut. Die sind ja gar nicht so dumm, ne? Die kleinen Süßen hier. So. Picked up. Devin sammelt ein bisschen. Nur dass die Lisbeth halt hin und her rennt. Da wird geliefert. Jetzt wird das Ding gebaut. Geil. Geilomat. Bau es alles. Bau es fertig. All. Ich glaube, da setzt sie nochmal einen Storage Computer daneben. Genauso wie hier. Einfach, dass wir hier überall so ein paar Storage Compactor mehr haben, um hier Platz zu schaffen.
Dann kommt hier auch noch einer hin. Komm her. So. Schön ein paar Storage Compactors. Auf einmal geht's hier richtig fix. Geilomat. Jawohl, ja. Wir können auch hier nochmal die Teils in den Boden setzen. So, jetzt muss ich mir überlegen, was machen wir als nächstes? Womit machen wir weiter? Ich würde jetzt gerne als nächstes, wie gesagt, hier einmal durchschauen. Base. Wir haben hier eigentlich alles drin. Ich muss, wie sieht es bei der Research aus inzwischen? Ja, es geht voran. Langsam, aber sicher. Oxygen. Wie sieht es in Sachen Oxygen aus? Wir haben überhaupt keine Algae-Terrariums. Wir haben hier einen Air-Scrubber stehen, der vielleicht ein bisschen wenig ist. Hier haben wir noch ein bisschen Polluted Oxygen stehen. Carbon Dioxide. Ist alles nicht so ideal, muss ich sagen. Liegt vielleicht auch an, momentan haben wir halt keine Algen. Deshalb, nur die Algae, die Oxidizer, wir sind algenlos. Organic, Algen sind weg. Wir haben Fertilizer, ein bisschen was. Polluted Dirt haben wir eine ganze Menge. Da müssen wir uns mal ein bisschen drum kümmern. Oh, jetzt werden die High Wattage Wires gebaut. Schön. Generell muss ich jetzt gerade mal bei Power gucken. Beim Power Overlay. Wir haben hier noch definitiv ein paar Power High Wattage Wire. Nein. Cancel. So. High Wattage Wires. Hatte ich die jetzt? Nee, hier waren sie noch nicht. Okay. Hier nochmal hoch. So. So ist, glaube ich, schon wesentlich besser. Okay. Schön. Da wird gebaut. Feine Sache. So. Jetzt würde ich gerne. Also da haben wir uns drüber gekümmert. Was haben wir hier noch? Batterien. Wir haben hier unten eine Batterie und oben eine Batterie. Ich glaube, das reicht erstmal. Vor allem für hier oben sollte das reichen. Momentan sind wir auch beim Gasplumbing noch nicht dabei, dass wir hier irgendwas rausbringen müssen, weil wir noch genug oben haben. Also vom Hydrogen, das geht gut nach oben weg, glaube ich, außer hier, da sammelt sich das noch ein bisschen. Das wollen wir natürlich nach oben haben. Das ist zwingend notwendig, dass wir das nach oben kriegen, damit da oben versorgt ist, ne? Ist wichtig. So. Dann schauen wir mal, bei der Power sieht es gut aus. Das Einzige, was ich jetzt gerne hätte, ist mal so ein Coal Generator. Den würde ich mir gerne hier hinstellen. Das heißt, da werde ich jetzt mal hingehen und hier dick, beziehungsweise dann nicht dick, wir fangen an mit Tiles, wir setzen hier, eigentlich will ich das nicht, weil hier das Carbon Dioxide, die Carbon Dioxide Geschichte echt blöd ist, aber egal, wir machen es mal so und dann diggen wir den Teil hier weg, beziehungsweise setzen hier eine Leiter hin, so. Dann sind wir da eigentlich gut. Research complete. Geil. Da haben wir das neue Ding. Research. Als nächstes gibt es dann Temperature Modulation. Go. Wir sind dann auch bald mit allen Dingern durch. Ist auch geil. Aber wirklich. So, das hier soll bitte gemacht werden. Da haben wir unseren Spezialisten für die Geschichte. Aber ihr dürft trotzdem hier mal priorisiert ein bisschen rangehen mit 6. Wäre nett, wenn ihr das mal kurz übernehmt. Dass wir das mal kurz fertig machen. Ach, schön. Die Niesbett kommt schon. Die Niesbett ist schon fast da. Wo ist denn der Abe? Abe, wo bist du? Was machst du gerade? Abe? Abe Boy? Der Ren sammelt hier und delivered. Picked up, okay. Okay, das sieht schön aus. Das sieht sehr schön aus. Okay, dann dürft ihr hier auch gleich mal die Gaspermeable Tiles mit reinbauen. Die brauchen wir hier nämlich mit Sicherheit bald. Jawohl, ja. Die Tiles werden auch reingebaut.
Boah, sieht das gut aus. Guckt euch das mal an. Grandios. Und ich glaube, dann könnt ihr mir auch gleich hier mal eine Leiter runterbauen. So, baut mir da mal eine Leiter runter, dass wir hier später hinkommen. Das ist gut. Die Marlina, hallo. So, das Ding da rein. Feine Sache. Okay, wo ist der Abe? Abe, wo bist du? Abe Boy, wo bist du? Was machst du gerade? Jetzt muss ich erstmal gucken, was. Die Barney, die ist ja schon dabei, aber der Abe, wo ist der denn? Der Abe duscht gerade. Okay, Dirty Hands. Das ist ein bisschen grimy. Gut, damit können wir leben. Ist ja nicht das Problem. So. Das sieht auch sehr gut aus. Okay. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt hier... Oh, bei der Medizin ist natürlich das Ding... da muss ich mich auch noch drum kümmern. Also, hier holen wir uns jetzt einfach mal das Ding hier ran. Einmal Power Generator. Daneben hätte ich gerne... ein Storage Compactor. Und der braucht dann bitte... braucht der eine... Nee, braucht der Plumbing irgendwas? Liquid? Nein. Okay, der braucht, glaube ich, nur Strom. Heavy Watt Wire. Bitteschön. Okay, let's go. Dass wir da mal vorankommen. Und daneben würde ich dann gerne einen Air Scrubber stellen. Dann, komm, jetzt legen wir hier mal los. Jetzt machen wir nochmal dick. Dig it like it's hot. So. Ja, also hier ist fast alles gebaut. Sehr gut. Jetzt sind sie gerade noch am Bauen. Der Devon ist hier noch fleißig. Sehr, sehr fein. Wieso ist das Ding eigentlich nicht gebaut? Unreachable. Ach. Ernsthaft jetzt. Scheiße. Dann muss ich hier mal kurz... Nein. Base. Gas Permeable Tile. Hierhin. Hierhin, 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 hierhin und darunter normale Tiles. Base Tile, go. Und die hier bitte mal priorisieren auf 6. Oh, jetzt erstmal wieder Nacht. Erstmal wieder Nacht, okay. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal wieder eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Oxygen Not Included. Dieses geile Spiel, von dem ich nicht genug kriege und von dem ich nicht aufhören kann, damit zu spielen. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr von der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.